Am Donnerstag, den 11. September, setzte sich der Festumzug mit Beteiligung der örtlichen Vereine zur Eröffnung des großen Marktes 2014 in Kühlsheim in Bewegung. Nach anfänglich doch guten Prognosen begann es kurz vor Umzugsbeginn zu regnen, was die Zuschauer aber nicht abhielt. Bekamen sie doch eine Menge zu sehen. Großer Andrang herrschte auch im Festzelt, welches voll besetzt war. Es folgte der Bieranstich durch Bürgermeister Thomas Schregelmann, der damit auch die Distelhäuser Brauerei für die nächsten 10 Jahre begrüßte. Deswegen euch allen ein herzliches Dankeschön, dass ihr mitgelaufen seid. Wir waren fast 1100 Leute und neuer Rekord. Deswegen Dankeschön an euch alle. Danke. Muss ich mich natürlich herzlich bedanken bei unserer neuen Brauerei, bei der Distelhäuser, die uns die kommenden 10 Jahre hier mit bestem Bier versorgen wird. Distelhäuser. Hallo, Distel! Jawohl, vielen Dank! Anschließend spielte die Band Eischzeit auf, die es verstand, die Stimmung immer weiter anzuheizen. Noch bis einschließlich Montag besteht die Möglichkeit, das Treiben in Kühlsheim zu besuchen. Hallo, ich grüße hier mit Kuntheim, die Triebstraße, die Mama, meine Schwester und der Arnold, wo daheim sind. Wir sind hier am großen Markt in Kühlsheim, es hat zwar geregnet, aber der Umzug ist super. Wir sind vom Schützenverein heute hier. Alle am Los. Ist immer ein schönes Event, kurz bevor die Schule wieder beginnt. Das war's von mir. Grüße an alle. Ciao. Alle Kühlser singen. Spitzenreiter. Ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling. Alle Kühlser singen. Spitzenreiter. Ding-a-ling-a-ling.